Dann haben wir auch 3 Europameister, dann haben wir auch mit Platte einen Grundwert-Gewinner, Sieger und dadurch, wir sind alle stolz, alles eingeplant, wir wissen, wann kommt und separat werden sie auch die Leistungsdiagnose durchzuführen und wenn auch die Europameister sind hier, die 3 junge Bursche, dann werden sie, denke ich, auch fit sein, weil die hat alle 3 fast durchgespielt, die Turnier. Und 10 Tage oder 12 Tage Pause schadet nicht für den Kopf und den Körper. Die schlimmste Sache bei dieser Doppelbelastung als Spieler damals hat man gespürt, die Reise, ja, die Regeneration. Wie machst du? Bleibst du dort in die Hotel, kommst du schnell nach Hause, dann machst du die Regeneration. Das müssen wir erstmal in der Trainingslager absprechen. Dann nehme ich dazu auch die Mannschaft mit. Und als Trainer, da bin ich ein junger Trainer, habe ich immer gesagt, das wird auch für mich eine riesen Herausforderung sein. So viele Spieler. Und was ich gerade gesagt habe, das zu pädagogisch zu lösen, auch taktisch zu lösen, immer etwas anderes, international Gegner. Also ich werde auch eine Menge lernen. Die Torhüterabteilung rede ich nicht, hier muss Jolt fragen, aber hat einen guten Eindruck hintergelassen als erster Trainingsanhalt. Natürlich die allerletzte Entscheidung ist meine, aber wenn Jolt sagt, es ist verliebt oder keine Ahnung, ja, dann holen wir. Wenn er ein bisschen zögert oder unsicher, dann werde ich auch natürlich mit einem Auge hier schauen. Und dann zum Schluss dann sage ich, ob ja oder nicht. Aber wenn Scholz hundertprozentig sicher, dass er ihn holt, dann holen wir.